Leute, was geht ab? Hier ist wieder ein Merkur für euch mit einem neuen Video. Ja, ist leider schon länger her, aber ich möchte nicht einfach irgendwelche Sachen hochladen. Und ich hatte eine coole Idee, nämlich einen Mudguard selber zu machen. Und dass jetzt eine sehr schmuddelige Jahreszeit ist, wo viel Regen ist, Laub rumliegt und rutschig ist und halt mega dreckig, ist ein Mudguard nicht schlecht. Und ja, ich werde mir heute eins selber bauen und ich werde euch zeigen, wie. Auf jeden Fall braucht ihr eine Foliermaschine. Auf jeden Fall gebt ihr im Internet Mudguard-Schablone ein und dann sind die quasi schon in der richtigen Größe. Die müsst ihr dann nur noch ausdrucken. Und das habe ich hier schon gemacht. Habe ich schon ausgedruckt und auch schon geschnitten. Und das tue ich jetzt gleich folieren. Viele machen es anders. Die machen das Zeug gleich aus so einem. Also die tun sich auch eine Schablone ausdrucken. Tun das dann aber gleich aus so Plastikzeug machen. Das habe ich nicht da, deshalb versuche ich mal das zu folieren, ob das auch so funktionieren würde. Jo, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis gleich. Das Coole ist auch noch, wenn man es foliert, man kann da reinmachen, was man will. Also ich könnte jetzt noch Sticker draufkleben und sonst was. Und das ist halt mega geil, man kann sich das Ding quasi selber designen und braucht dann eigentlich nur noch eine Foliermaschine und diese Folie. Und jetzt ist die Foliermaschine auch schon warm und dann schiebe ich das mal rein und guck mal, wie es wird. Nachdem ihr das laminiert habt, müsst ihr es noch ausschneiden, aber an den Rand ein ganz kleines bisschen Platz lassen. Also von dem Druck bis zu dem, also von der Folie einfach nur ein bisschen was übrig lassen, ein bisschen am Rand, damit kein Wasser reingehen kann und so. Also ich schneide das jetzt noch fertig aus und dann probieren es mir mal aus. Bis gleich. So, nachdem ihr die ausgeschnitten habt und foliert habt, müsst ihr mit der Lochzange oder auch mit was anderem, wenn ihr jetzt keine Lochzange habt, vielleicht versuchen mit einem Locher die Löcher, die da noch sind, ja, zu machen. Weil damit, also ihr tut die dann da an euer Fahrrad befestigen mit Kabelbinder. Ich krieg die Lochzange nicht raus. So. So sieht jetzt das fertige Mudguard aus. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Man kann sich dann natürlich dann eigene Designs machen und so gestalten, wie man es haben möchte. Und solange es seinen Zweck erfüllt, ist es natürlich echt geil. Dann muss man sich kein Mudguard kaufen und kann sich halt machen, was man will. Und das finde ich einfach nur geil. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.